Jo, da sind wir wieder. Weiter geht's. Bin mal gespannt, ob sich jetzt hier wieder was geändert hat. Also da brauchen wir auf jeden Fall wieder eine Karte, denke ich, weil das ist ja mit dem alten Ding identisch. Geil. Gerade jetzt geht mein Headset aus. So, läuft wieder. Ja, hier brauchen wir auch auf jeden Fall nochmal eine Karte. Alter, der Typ ist echt schwer am Arsch. Ja, ich glaube, der nimmt aber auch seine Pillen und so alles automatisch. Junge, Junge, Junge. Was hat dich so kaputt gemacht? Okay. Oh, what the? Geh rein da, komm. Oh. Fuck. Puh, ich hätte Schlimmeres erwartet, aber ich beschwere mich ganz sicher nicht drüber. Ja, ich glaube, hier haben wir wieder eine Tür, ja, die wir nicht aufkriegen. Ich bin ja dann immer ganz gerne vorsichtig, wenn sie dich in eine Sackgasse treiben. Mit dem Umdrehen. Vielleicht haben wir ja jetzt, nö, haben wir nicht. Eine Raumveränderung. Oh Gott, wir sind am Arsch. Wo kam das Vieh auf einmal her? Alter Vater. Holy. Oh Gott, nee. Nee, wir starten wieder am Anfang. Wir starten am Anfang. Also. Gammelt das Vieh hier random rum? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Ich habe es noch nicht verstanden. Ach nee, jetzt liegt eine Notiz da, hä? Ja, hä? What the heck? Tschüss. I feel like I need to throw up, but there's nothing inside me to throw up. They've stopped feeding me. It's been 3 days now. I can't stop shivering, but my clothes are always drenched in sweat. The light close to the door keeps going out. I need it to stay on. I can't write without it. I don't want it to be dark. I don't know what to do. I miss the office and the dorms. I miss laying there and watching the second hand of his watch ticking. He was kind to me. One night, after Kane had paid me a visit, I climbed into his bunk and he held me while I sobbed. He made me feel safe. Okidoki. Ja, ne? Was soll ich sagen? Dieses Spiel verwirrt mich von Mal zu Mal mehr. Okay, die Tür ist jetzt eigentlich gar nicht mehr da. Okay, alles klar. Ja. Gab es irgendwelche Anzeichen, dass das Vieh kommt, dass man überhaupt noch eine Chance hat, wegzukommen? Oder spawnt? Alter, eben dachte ich, der steht schon wieder hinter mir. Spawnt das einfach so random? Ich verstehe es echt noch nicht. Habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung und davon viel. Oh. Wäre ich jetzt eine Ziege, wäre ich schon umgefallen. Ne? Kennt ihr das, wenn Ziegen sich erschrecken oder Kühe, was das war? Ne, Ziegen. Die kippen einfach um und bleiben liegen. Füße in die Luft und ab geht's. Wir sind am Arsch, oder? Ich drehe mich ganz sicherlich nicht um. Ich tue es trotzdem. Aber badass motherfucker. Oh!
Heißt die Musik vielleicht, dass es in der Nähe ist? Ich weiß es nicht. Und es wird immer lauter. Ja, auf jeden Fall. Alter. Diese Musik. Ich muss mich kurz entspannen. Ich fühle mich gerade so bedroht. Das glaubt ihr mir gar nicht. Diese scheiß Musik, Alter. Die macht's mir nicht gerade einfacher. Ja, klar. Das soll mich jetzt beruhigen, dass hier die Kratzer sind, ne? Ah, schau mal, da leuchtet was. Eine Notiz. Alter. They put me in the short room. Kane let me keep my notebook. He let me have it on the condition that I would smile while he beat me. He did more than beat me. I can't do this anymore. I want to die. I just want to be in his arms again. Wow. Hector. Steht auf der Jacke drauf. Alles klar. Können wir da jetzt raus, ohne gleich... Klar, mach doch das Licht aus. Ui. Ich hoffe mal, man kann sich hier frei bewegen. Ohne gleich direkt wieder... Paras zu schieben, aufgespießt zu werden. Oder Schlimmeres. Ja, ne? Da geht nichts. Da geht auch nichts. Hier ist noch eine Notiz, lol. St. Patrick's Day was yesterday. Stole a sip from the cabinet in Doc's office. Good Irish whiskey. Burned my throat and reminded me of Dublin. I get irritated. Doc never asked me to play chess, just the new blood. Even gave him a gold watch and told me to leave him alone. Mhm. Okay. Okay, da können wir gar nicht lang. Dann gehen wir halt doch mal hier lang gucken. Ach ja, war ja klar. Ich komme halt auch nicht weg, ey. Scheiße. Ja, da wurden wir schon wieder weggeschlitzt. Und wir fangen wieder hier an. Geil. Jetzt haben wir tatsächlich eine Batterie verloren, oder? Ah, nein. Nee, wir hatten nur keine Taschenlampe ausgerüstet. Was passiert? Ich test's einfach mal. Okay, ich glaube, das Geräusch bedeutet immer, dass wir... es nicht überleben. Aber hier wird doch jedes Mal die Umgebung anders gespawnt. Kann das sein?
sowas. War das jetzt wieder ein Hinweis? Weil ich habe gerade überlegt, dass so diese Musik bestimmt doch irgendwas verraten kann. Ich meine, wenn man diesem Teil nicht in die Arme laufen soll, kann, darf, muss, dann muss man das doch irgendwie hören, weil sonst ist man doch am Arsch. Ich meine ja nur. Okay, hier ist abgeschlossen. Ab in die Communications. Nein. Hier kommen wir rein. Ist das eine Karte, die wir brauchen? Ich weiß es echt nicht. Jo. Vor allem die Türen hören sich auch so schrecklich an, ne? Wow. Auf jeden Fall richtig bedrückende Atmosphäre. Das ist neu. Neue Notiz. People say the short rooms are too small, but the fact of the matter is that it's the people who are too big. People should be smaller. People have gotten too large these days. We take up far more space than we ought to. My father used to tell me that a man with a belly full of beans was a man with a soul full of nothing. This is more than anyone could need. I stole a pack of gum once, when I was 9. I never told anyone, but I know that they know. All is forgiven in this room. All is forgiven here in Hector. I'm at peace. Wow. Jetzt wissen wir wenigstens, was Hector denn eigentlich ist. Ja, nimmt einen doch schon ganz schön mit. Das ist zum Beispiel echt nicht gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es Hinweise darauf gibt, weil es kann doch nicht sein, dass du dann jedes Mal direkt am Arsch bist. Und ich habe Angst hier vor so einem Labyrinthgang, ey, wo die Betten stehen dann nicht ohne Sinn so. What the fuck? Was geht denn jetzt wieder ab? Ich renne einfach mal. Alter, mir geht gerade echt wieder die Muffe, Junge. Gut. Was ist hier noch? Ah ne, hier kommen wir ja her. Jetzt fängt das wieder an. Hä? What? Doch, jetzt hör doch mal auf, du. Hä? Ach ja, komm, das war doch so typisch. Also sind es doch Hinweise. Mit diesem Geräusch, dass wir nirgendwo hingehen dürfen. Also, wenn das Geräusch kommt, dann ist er in der Nähe und wir sind am Arsch. Gut, schauen wir mal in der nächsten Folge, wie wir weiterkommen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch gut schlafen und ich auch. Und bis dahin, tschüssi.